Das Sommerkonzert der Trachten Musikkapelle Wagrain wurde das erste Mal in der Naturarena am Berghügel veranstaltet. Mehr als 800 Zuseher kamen und waren nicht nur von diesem einzigartigen Ambiente begeistert. Es wurde auch Blasmusik vom Feinsten geboten. Seit 363 Jahren besteht die Trachtenmusikkapelle Wagrain und ist mit ihren 50 Mitgliedern eine der ältesten Musikkapellen des Landes. Erstmals wurde heuer das Sommerfestkonzert in die Naturarena am Burghügel verlegt. Heute gibt es ein Premierekonzert, und zwar ist der Burghügel ist um die 1600, wurde hier von den Herren von Goldegg eine große Burg gebaut, eine Wehrburg, die leider dann im Jahre 1322 bis 1323 vom Erzbischof Friedrich III. Bis zur Gänze zerstört worden ist. Der Kulturverein Blaues Fenster mit der Spitze Elisabeth Kornhofer haben dann begonnen, diese Grundmauern wieder zu errichten. Weiters haben sie auch Ausgrabungen durchgeführt. Und der Gedanke ist dann entstanden, diese Städte als Kulturstädte zu nutzen. Und das war eigentlich unser Entschluss, dass wir gesagt haben, wir machen hier ein Sommerkonzert auf dieser denkwürdigen Stätte. Ja, eine Premiere. Das erste Mal gibt unsere Trachtenmusikkapelle ein Konzert auf dem ehemaligen Burggelände, auf der ehemaligen Burg von Wagrain. Früher waren immer Sizilienkonzerte oder Frühlingskonzerte, und heuer mit dem Kapellmeisterwechsel ist diese Idee geboren, dass man einen Freiluftkonzert am 15. August macht, verbunden mit dem Risiko, dass das mit dem Wetter schief gekommen ist, aber wir haben heute einen traumhaften Abend und es wird wirklich sicherlich ein schönes Konzert werden. Dieses historische Areal zwischen den alten Burgmauern bot einen passenden Rahmen für die musikalische Reise durch die Kontinente und die Ehrungen der Musikanten. Ehrungen sind immer ein besonderer Punkt, der wichtig ist für meine Musikantinnen und Musikanten. Musik bedeutet viel Engagement, viel Freizeit, viel Verständnis in der Familie, und man kann als Verein nur ein kleines äußeres Zeichen setzen. Das bedingt oft auch Ehrungen. Wir haben heuer ein besonderes Jubiläum, wenn ich das so nehmen darf. 4 neue Margarinerinnen, haben auch Leistungsträger in der Leistungsstufe Silber, am Flügelhorn, auf der Flöte. Habe auch für mich als Kapellmeister einen neuen Stabführer, der bereits seit heuer installiert ist. Und wir haben auch Ehrungen, die also mit Verdienstzeichen zu tun haben. Ein 25-jähriges Jubiläum und ein 40-jähriges. Für die Umsetzung dieses Konzertprojektes waren unzählige Proben und Arbeitsstunden nötig. Doch zweifelsohne hat sich der Aufwand gelohnt, denn der Besucherstrom schien kein Ende zu nehmen. Eine Musikkapelle lebt im Großen und Ganzen aus Tradition, Altes bewahren, aber auch für Neues aufgeschlossen zu sein. Und das war einer der Hauptgründe, dass wir unser heuriges Hauptkonzert in die Hauptsaison, in den Sommer verlegen und natürlich auch dieses wunderschöne Ambiente hier am Burghügel nutzen können, mit allen Herausforderungen, die ein solches Unternehmen mit sich bringt. Technik, Beschallung, Infrastruktur, all diese Dinge. Eine kurze Wanderung auf den Wagrainer Burghügel, beste Bewirtung durch die Herreitergruppe Wagrain und ein Konzerterlebnis unter freiem Himmel. So lässt sich ein lauer Augustabend genießen.